Ja, der Abstand von zwei Punkten, jeweils der Punkt bestehend aus einem x- und y-Wert mit der entsprechenden Formel. Die Herleitung dazu mache ich am Ende vom Video noch, wen es interessiert. Wer einfach nur berechnen möchte, wie weit sind diese beiden Punkte voneinander entfernt, notiert euch den ersten Punkt, ich habe ihn P genannt, x1, y1, erster x-Wert, erster y-Wert. Punkt 2 ist bei mir Q, bestehend aus dem zweiten x-Wert und dem zweiten y-Wert, die Formel entsprechend für den Abstand von zwei Punkten. Wurzel aus, komplett, y2 minus y1 in Klammern hoch 2 plus x2 minus x1 in Klammern, ganz wichtig, hoch 2 für eventuell auftretende negative Werte. Vergesst die Klammern bitte nicht. Das Einsetzen entsprechend von den Werten sollte jetzt einfach sein, wenn ihr richtig markiert habt. Ihr könntet streng genommen auch hier x1, y1 und hier x2, y2 hinschreiben, nur nicht untereinander vertauschen. Wenn ihr entsprechend einsetzt, in den Taschenrechner eingeben, Ergebnis hinschreiben, ist entsprechend dann der Abstand zwischen den beiden Punkten in Längeneinheiten. Also was auch immer hier rauskommen mag, Wurzel aus Pünktchen, Pünktchen, Längeneinheiten. Typisches Anwendungsbeispiel ist dann, ihr habt ein Auto im Punkt P31, ein anderes im Punkt 94. Wie weit sind die beiden Autos voneinander entfernt? Angaben in Kilometer zum Beispiel. Jetzt die Herleitung ganz kurz. Wenn ihr von diesem Punkt aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten nach rechts geht und dann 1, 2, 3 Einheiten nach oben, also 6 und 3, dann habt ihr genau den Abstand vom ersten x-Wert zum zweiten x-Wert, den man herausbekommen hat mit x2 minus x1. Ihr habt den Abstand vom ersten y-Wert zum zweiten y-Wert, berechnet mit y2 minus y1. Um an diese Länge zu kommen hier, sollte man jetzt ein rechtwinkliges Dreieck erkennen, für das ja gilt, ansonsten könnte man da in dem Video nochmal nachschauen, Kathete, Hypotenuse gegenüber vom rechten Winkel und nach dem Satz des Pythagoras, Kathete hoch 2 plus Kathete hoch 2 ist gleich Hypotenuse hoch 2. Entsprechend, die eine Kathete ergibt sich aus x2 minus x1 eingesetzt hoch 2 plus die zweite Kathete ergibt sich aus y2 minus y1 hoch 2 eingesetzt. Dann würde hier noch übrig bleiben gleich Hypotenuse hoch 2. Wenn ich nach h umstelle, muss ich nur die Wurzel ziehen. Ansonsten, wer einfach nur den Abstand berechnen will, wichtig ist, dass ihr markiert x1, y1, x2, y2. Dann sollte der Rest kein Problem sein.